angereist, haben dann teilweise sind auf der Autobahn schon abgefangen worden, haben auch dann fürs ganze Wochenende Aufenthaltsverbote in Frankfurt bekommen, was ja allein schon deswegen nicht okay ist, weil es Samstag ja eine angemeldete Demo gab, an der man teilnehmen durfte. Also hier wurden an mehreren Stellen rechtswidrige Maßnahmen vorgenommen. Es gab eben auch Situationen, in denen Journalisten von etablierten Medien auch von gewissen Bereichen ausgeschlossen wurden, was eben auch eine Verletzung der Pressefreiheit ist. Also selbst der ZDF war einer von denen, selbst die fragen sich auch, was geht da eigentlich ab? Ja, also die Behörden halten sich da nicht mehr an Recht und Gesetz und ja, die Befürchtung steht im Raum, dass sie ja der Eskalation beitragen wollen, aber bisher gab es keine gewaltsamen Ausschreitungen. Also der Plan geht in die Hose, so wie es aussieht. Das ist alles egal hier. Alles egal. Ah, da kommt schon die blauen. Aber nicht die Arbeit, wo ich hin muss. Ja, ich ja woanders arbeiten. Ja, das ist relativ. Weil ich ja auf Kinder aufpassen. Block Coupé, sei dabei! In Frankfurt finden zurzeit europäische Aktionstage statt. Friedliche Demonstrationen, die im Vorhinein von den Behörden verboten wurden, obwohl das Verbot von Versammlungen nach unserem Versammlungsrecht das äußerste Mittel ist. Die Medien haben vorher schön Stimmung gemacht und die Demonstranten als Krawallmacher deklariert, obwohl bisher seit 3 Tagen keinerlei Ausschreitungen in Frankfurt stattfinden, außer durch die Polizei. Die Meinungs-, Versammlungs- und Pressefreiheit wird in Frankfurt zurzeit vehement eingeschränkt. Für Freiheit im Holz. Sei dabei! Block Coupé! Sei dabei! Block Coupé! Sei dabei! Block Coupé! In Solidarität mit den Aktivisten in Frankfurt dann finden die europäischen Aktionstage statt unter dem Namen Block Coupé. In Frankfurt wird zurzeit vehement die Presse-, Meinungs- und Versammlungsfreiheit eingeschränkt. Selbst der ZDF fragt schon, was ist da los? Sie starten im Belager auch von Forio Armani. Das ist so cool. Ja, gut. Da gab es Treffen
Treffen, Besprechungen, Aktionen, all das ist kurz vorm Start verboten worden, ohne jegliche rechtliche Grundlage. Die Leute sind natürlich trotzdem dahin gefahren, wurden massenweise verhaftet, weggesperrt, haben Stadtverbote bekommen. Alles ohne jegliche rechtliche Grundlage. Ja, und jetzt denkt ihr, Frankfurt ist schön weit weg, ist Pustekuchen. Das kann auch jederzeit hier passieren. Und während ihr friedlich shoppen geht, bricht in Deutschland die Demokratie komplett zusammen. Jetzt wundert ihr euch, warum ihr davon nichts mitbekommen habt. Das liegt daran, dass die Presse in Deutschland einen Maulkorb trägt. Weil die nämlich bezahlt wird von genau den Leuten, die solche Proteste überhaupt nicht gerne sehen. Bei Blockupy gibt es nämlich keine Merchandising-Artikel. Da spült keine Kohle in die Kasse. Unsere Angst ist deren Business. Wir alle zahlen für unsere Freiheit und ihr wisst es. Unsere Angst ist deren Business. Die ganze Welt hat die Hosen voll. Eine unschreckliche Angst vor Alleinsein. Kacken uns ein, Schiss vor unserer eigenen Jugend. Wir haben Angst vor Hirtenspeck und einem zu kleinen Busen. Für die Panik machen Maschine Rio. Ui, ganz viel Geld. Raphael, ganz viel Geld. Ihr scheint im Ich hab Platzverweis. Wer hat einen Platzverweis? Was hast du? Ich hab Platzverweis. Warum? Weil ich störe den Geschäftsbetrieb. Echt? Ja. Aber ich kann nicht gehen, weil mein Laptop ist hier und ich muss auf mein Eigentum aufpassen. Weil hier sind überall Verbrecher. Das war kompulsiv, alles dokumentiert. Also, detailliert an Platzverweis, was gerade veranstaltet, kann Versammlung werden, am Versammlungsdeck. Und bitte sehen, nach 5 Minuten Frist, dann bitte sehen. Occupy! Occupy! Sei dabei! Occupy! Warten. Gilt warten als Versammlung. Sind doch auch nur Freunde und Helfer. Ich glaube, wir machen mal wieder Musik. Nein, wir warten. Wir kann man das? Ja, kann man. Magst du ewig muss das Zelt festhalten. Ah, danke. Nee, kannst du nicht. Hallo, darf ich eine Zeitung mitgeben? Sorry, I'm leaving. Okay. Ach, ich finde das schon mal gut, wenn man es so weit geschafft hat, dass man da hinkommt. Mein Lieblingsthema ist Justiz oder wie ich das nenne, Justizmafia. Und ja, da wird ein Kollege von mir, der Solarkritiker aus Recklinghausen, und ich werde dort Thema sein. Wie heißt du? Bernd Schreiber. Vom Beamten zum Förderverein. Und ja, aufgrund meiner Internetseite hat da so ein Reporter aus Karlsruhe, der was zum Thema Verfassungsgericht schreiben wollte, Kontakt zu mir aufgenommen und hat dann auch so ein Interview geführt. Ein paar nette Fotos. Habt ihr eigentlich diese Aktion euch an die Klage angehängt gegen den ESM und den Fiskalpakt? Kann sein. Gerade wenn das im Internet war. Vom Verein Mehr Demokratie e.V. Ja. Ist jetzt die Aktion zum Beispiel mit der Däubler-Gmelin. Man denen eine vollen Prozessvollmacht erteilt, das kann man über das Internet machen, also ausdrucken, abschicken und dann klagen die auch in deinem Namen gegen diese Beschlüsse, sofern sie dann fallen werden. Wer könnte Daniela helfen, den Einkaufswagen zurückzukämpfen, wegen der Unterrichtswehr? Habt ihr wieder die?
Platzverweis für die Königsallee. Okay? Okay. Und Sie nehmen nicht nach, bis wir Sie in Gewahrsam nehmen. Ja? Okay? Ja, das ist verstanden. Ja, bitte. Alle verstanden? Nee, was hat er gesagt? Platzverweis für den Bereich der Königsallee. Und den machen wir sofort, nicht wieder eine Viertelstunde wieder drüben. Das waren nur 5 Minuten. Ja, nach der zweiten. Und hier von der Bank wie ein markanter Fäkalbüro.